Dynamik first. So kann man wohl das beschreiben, was der Fiat-Chef mit seiner Sportwagentochter Alfa vorhat. Schon fast kulturell waren alle Alfa Romeo-Autos Designerleckerbissen. Künftig sollen sie auch noch schnell fahren, und zwar so schnell, wie sie aussehen. Um dieses Image zu unterstreichen, legt Alfa den 8C neu auf. Über 10 Jahre nach der ersten Generation soll der Sportwagen mit über 700 PS, Carbon-Monocoque und Elektrounterstützung zurückkehren. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll damit sogar unter 3 Sekunden möglich sein. Der Mythos Alfa soll weiterleben und 2021 mit diesem Exemplar neue Nahrung erhalten.